So, hallihallöchen, damit willkommen zurück bei Transport Fever. So, jetzt schauen wir mal weiter hier. Also die Stadtbahn, die haben wir jetzt ja einigermaßen hingebogen. Unsere Industrie hoffentlich auch. Und wie gesagt, das Geld, das steigt jetzt langsam. Und um halt zu schauen, wie wir denn hier so rüberkommen, weil das ist echt weit. Aber ich denke auch eine sehr rentable Güterlinie irgendwann mal. Aber so viel Geld, wie wir jetzt hier dafür in die Hand nehmen müssen. Oh, ja, heftig. Und zwar die Züge echt hier in Kolonne. Ach, Mist. Ja, das hätte ich... Na, hätte ich mir wissen müssen, das ist nicht so optimal. Mit einem Wagen irgendwie, aber gut. Ich habe bedeckt müssen, wenn er einmal fährt, dann hätte er richtig fahren müssen. Ah. Wie wäre es denn, wenn wir den zweiten jetzt ins Depot schicken? Ach, der wartet jetzt auf die freie Strecke. Oder wir schicken den ersten hier ins Depot. Was machen eigentlich dann die Fahrgäste, wenn wir den ins Depot schicken? Okay, ja, die Passagiere verworfen. Mist. Aber das machen wir jetzt mal ganz kurz. Und kaufen dann einmal hierfür noch ein paar Wägelchen. Weil alles andere wäre ein bisschen blöd. So. Dann haben wir auch hier ein bisschen Abstand zwischen den ganzen Zügen. Und wir bringen ein paar Fahrgäste weg. So, ein oder zwei Wagen. Puh, leisten können wir uns eigentlich gar keine aktuell. Das ist das Problem. Wir müssen echt warten, bis hier wieder ein bisschen was passiert. So. Also, im Depot wärst du jetzt. So, Züge kaufen. Im Prinzip tun es ja die ganz normalen, Personenwagen. Passen jetzt, wie viele? Es passen also 28 in einen Zug. Passen 28 Passagiere in einen Zug. Wie viel stehen denn da so durchschnittlich? Nur mal so, aus Interesse. Wenn ja der Zug gerade raus ist, stehen da 37. Das heißt... Ja, ein Zug mit vielen Wagen und einen mit wenig Wagen. Und wie machen wir das am blödesten? Ja, so leid es mir tut, so müssen wir es leider machen. Heißt einfach noch einen Personenwagen. Und wir kaufen einfach doch einen Zug. Ja, aber es kostet schon alles wieder Geld, gell? Zack. Dann weisen wir dich einmal unserer Stadtbahn zu und warte auf freie Wege. Ja, das kannst du gerne tun. Der Zug müsste auch gleich da sein. Na, er braucht ein bisschen... Dann sollten wir eigentlich ein ganz gutes Intervall haben. Mit unseren Zügen. Aber jetzt haben wir absolut gar keine Kohle mehr. Aber ich hoffe mal, das legt sich langsam. Ja, in die Richtung ist ja komplett leer. Das ist unrentabel. Aber in die Richtung, da kann ich einfach nichts transportieren, weil da einfach nichts ist. Ja, und ihr fahrt es halt wenigstens wieder nichts hier rum. Wie viel Verlust macht denn unser Güterbus? Geht aber. Der fährt einfach aus Präsenzgründen da. Das ist in Ordnung. So. Solange wir das da oben jetzt nicht angeschlossen haben. Na, es ist blöd. Die produzieren nichts, weil die keine Baumstämme haben. Die produzieren... Ah, die haben einfach. Gut. Also die Mine hat halt eben was und die produziert nichts, weil das Lager voll ist. Gut. Drei Güterbahnhöfe schon, ist unsere Kohle weg im Prinzip. So traurig wie es ist, drei Bahnhöfe und wir haben keine Kohle mehr. Und hier oben müssen wir ja theoretisch ein bisschen umbauen. Heißt, dich möchte ich gerne, ach, dich kann ich, wo kann ich das denn ändern? Hier im Prinzip, gell? Aber es kostet auch wieder alles Geld mit dem blöden Durchgangsbahnhof. Ja, dann machen wir doch hier unten einfach nochmal so ein Ding hier raus, so eine Schiene, sowas irgendwie und dann, also werden wir dann später so machen, dann können wir das alles mit dem einen da lösen. Ich denke, so ein bisschen Schiene ist dann günstiger als alles andere. So, bisschen Schiene. Ich habe den falschen Winkel gewählt, ach Mist. Jetzt können wir, also was wäre denn das Wichtigste? Die Mine dort oben, gell? Müsste ich erstmal auf den ersten Geldsegen warten, den wir jetzt vielleicht bekommen. Ich möchte immer gerne die günstige Methode haben. Die wäre einfach die hier, gell? Jopp. Das ist die günstigste Methode. Günstigste Methode und jetzt halt einmal über den Fluss, gell? Wir haben auch echt keine Straßen, die wir uns langhangeln können. Das ist blöd. So, 15.000, das läuft. Und jetzt halt einmal hier rüber. Ja, wie gesagt, dann ist unser Geld halt... Okay, das geht nicht, okay.
Das lohnt sich auch nicht, gell? Das reicht ja eigentlich so. Ja, unser Geld ist dann weg. Haben wir irgendwo Höhenlinien? Ja, es passt eigentlich. Das günstigste ist eigentlich noch so. Wenn wir uns hier so ein bisschen durchschlängeln. Das Geld zerrinnt uns zwischen den Fingern. Wir sind 3 Millionen, danke. Pleite. Aber wenn wir bereit sind, unterwürfigst zu betteln, haben wir gemacht. Lassen unsere Geldgeber einen kleinen Überbrückungskredit springen. So, wir gleichen dann einfach immer die Zugstrecke. Okay, das ist blöd. Da ist ein Berg, gell? Na, das ist blöd. Wir hätten durch den Wald fahren müssen. Jetzt einmal durch den Wald fahren. Wesentlich günstiger. Wir müssen echt schauen, dass wir mit dem Geld irgendwo bleiben, weil sonst... Also, schöne, gerade Strecke, schön und gut. Aber, nö. So. Ja, das passt so. Am besten müssen wir schauen, dass wir Güterbahnhöfe bauen. Hier halt ein Durchgangsbahnhof. Güterbahnhof Durchgang. So. Mit Straßenanbindung halt. Im Idealfall natürlich so. Oder am besten einfach so. Dann bauen wir die Straßenanbindung da so hin. Dann können wir da auch gleich die Schienen so verlegen. Zack. Nächster Güterbahnhof wäre dann, dass wir wieder nach da unten kommen. Das heißt, wir bauen den so. Oder halt andersrum. Genau, andersrum. Heißt, wir können den so bauen, da straßenmäßig anschließen. Und genau, dann passt das auch so. Dann können die da so hinfahren. Das ist ein bisschen günstiger. Dann fahren wir da hoch, da rüber und da runter. Was ist denn Berge? Naja, das geht aber eigentlich. Von wo nach wo ist es denn am günstigsten? Wahrscheinlich, wenn wir... Oh, was ist denn das Blödeste? Was haben wir denn hier? Das sind... Baumstämme. Baumstämme müssen zum Sägewerk. Und da müssen wir unabhängig davon da runter. Heißt, wir müssen zuerst hinter... Dann hier hin und dann dahin wahrscheinlich. Ja, ist das günstigste. Nee, hier hin, dahin, dahin wäre das Blödeste. Wenn wir einen Kreis schließen, sollte das eigentlich am besten funktionieren. Also hier hin, dahin und da oben hin und dann. Sind vielleicht schon ein paar Bretter fertig. Ist eine gute Idee. Zuerst dahin, dann abladen, dann da hoch. Heißt, den hätten wir ganz anders bauen können, aber ist jetzt eine Wurst. Ist jetzt auch egal. So. Heißt. Was heißt denn das jetzt im Endeffekt? Güterbahnhof. So. Hier ist extrem teuer. Weil wegen Gründe. Heißt so, die Idee mit dem Kreis schließen ist wahrscheinlich eine sehr dumme. Das wäre das günstigste. Ja, das ist eigentlich, glaube ich, das Beste aktuell. Weil sonst sind wir echt zu teuer. So, heißt... Wir machen einmal Schienen. So, viele schöne kleine Intervalle. Da wird es am günstigsten. Da können wir zum einen sagen, wir fahren direkt zur Straße. Und fahren dann hier an der Straße lang. Und zum anderen sagen wir, das hier. Zack, und dann machen wir einmal, ah, das wird teuer. So, du bist aber hoffentlich gleich angebunden, gell? Ja, du bist angebunden. Ach, das da, ja, ja, das ist jetzt erstmal gar kein Problem. So, und du musst auch nochmal... So, jetzt schauen wir, ob du auch über angeschlossen bist. Ne, bist du nicht. Heißt, wir schauen mal, dass wir da rauskommen. So, ja, ich baue das doch gleich ins Straßennetz an. So. Und dann halt einmal... Das bist du dann auch hier angeschlossen. Gell, wunderbar. Dann haben wir hier auf jeden Fall so ein Gleisdreieck. Müssen auch eigentlich recht groß sein, weil sonst ist das blöd. So, dann ziehen wir dich da einmal an der Straße lang.
Boah, das ist eine echt coole Funktion, weil du damit sehr viel Geld sparen kannst. So, dann müssen wir da halt einmal rüber wahrscheinlich. Ja, wobei, wir bleiben einmal hier. So, zack. Schön gut und günstig hier einmal Ding da bauen. Ah, okay. Wie bekommen wir das hier jetzt am blödesten hin? Ist natürlich eine sehr blöde Stelle für so einen Bahnübergang. Da hast du recht, liebes Spiel. Aber hey, da finden wir auch gleich wieder zu dem, da finden wir gleich wieder zu unserer Straße zurück. Zip. So, dann wieder parallel zur Straße einmal. Dann sind wir auch gleich da oben, hoffe ich mal. Das Geld schwindet und schwindet. Ja, gut, diesen Veteran gleich. Das machen wir jetzt mal schön, Schritt für Schritt. Ist hier ein Berg? Ja, da ist schon ein Berg. Ach Mist. Das wird teuer hier hoch. Hier ist generell die Steigung zu groß, wie es aussieht. Da ist natürlich ein bisschen blöd. Hätten wir das irgendwo, aber der liegt halt generell recht weit oben. Da können wir leider nichts machen. So, wie bekommen wir denn da das eigentlich am blödesten hin? Was, wir können Schiffe bauen. Naja, schön. Ja, aber wir schlängeln uns da so ein bisschen rum. Das ist, glaube ich, das Intelligenteste. Wir schlängeln uns da so ein bisschen runter. So, einmal nach hier und dann halt einmal. Okay, es ist das Tiefste, wie ich gehen kann. Heftig, heftig. Naja, gut. Ein sehr großer Bahndamm. Mist. Ach man, das wird schon wieder so teuer hier. Gehe hier einfach schon mal früher ein bisschen hoch, dann wird das Ganze hoffentlich etwas günstiger. Schauen wir mal. Wir müssen halt im Endeffekt auf das Niveau da hochkommen. So ist es leider. Das ist das Maximale, was wir machen können. Na gut. So, nochmal ein Schleifchen oder nicht nochmal ein Schleifchen? Ja, das, naja, Steigen ist auf jeden Fall viel zu groß. Mist. Und der Pier ist auch echt eine blöde Stelle. Ah, Mann. Blöd, blöd, blöd. Steigung zu groß. Aber es wäre schön günstig. Ja, aber die Züge schaffen ja gar nichts an Steigung. Puh. Na Quatsch, so ist es ja nicht. Ja, es ist schon das Tiefste, was wir machen können. Nee, ja, so können wir runter. Ja, so lässt sich das doch langsam eben wieder einschlängeln. Komm. So, darüber vielleicht. Ist das Tiefste, gell? Zack. Aber irgendwo müssen wir doch da bestimmt mal runterkommen hier. Es ist doch. Es ist doch nicht die Possibility hier. Hä, die haben uns echt hier voll die böse Falle gestellt. Das ist gemein. Liebe Entwickler, das ist gemein. Weil das so teuer ist. So, das ist natürlich nicht unsere Idee gewesen. So, wie kommen wir da jetzt eigentlich am günstigsten runter? So halt, ja gut, aber es haben immer noch echt einiges an Höhe. So halt. Und dann müssen wir halt echt gucken, dass wir halt einfach runterkommen. Das
Jetzt haben wir echt so viel Schienen umsonst gebaut. Aber das ist die maximale Steigung? Naja, gut. Ich meine, wir könnten das auch bestimmt über andere Methoden lösen, aber ist wahrscheinlich nicht so ein Zweck. So, jetzt kommen wir aber hier runter, gell? Ja, ja, jetzt kommen wir, jetzt nähern wir uns langsam so dem Niveau, das wir haben wollen. So, das, da wären wir jetzt schon mal unten. Zack. Und da können wir jetzt hier bestimmt anschließen mit vergleichsweise wenig Geld, oder? Na, können wir nicht. Warum denn auch? So, mal gucken, dass wir da halt angeschlossen bekommen. So, wäre das günstigste, gell? Dass wir schon wieder ein Geld hier raushauen, das ist nicht normal. Die Strecke, die müssen wir halt... Habe ich auch vorhin nicht gewusst. Tut mir sorry. Das ist echt eine extreme Steigung. Gut, das müssen wir wissen, dass das mit Zügen schlecht zu machen ist. Okay. Was machen wir mit unseren anderen Linien irgendwie? Machen die jetzt, werfen die jetzt Kohle ab oder? Oh ja. Der Güterbus nicht, der Güterzug nicht. Warum macht denn, was macht denn der Güterzug? Was macht unser Güterzug? Bist du der Güterzug? Ach nee, du bist der Zug. Okay. Ah, da müsste es gleich Geld reinkommen eigentlich, oder? Schauen wir mal. Es müsste eigentlich gleich sofort relativ viel Geld reinkommen. Mit den 42 Passagieren bist du ja der Große. Ja, genau. Dann sind da fast alle weg. Wenn auch nur fast alle. Ja, schön. Ja, doch, es war ganz gut Geld. Wir hätten viel mehr investieren müssen am Anfang. Das war so nicht gut. So, Güterzugi. Güterzug. Ist hier irgendjemand? Hallo? Irgendwo? Wo ist denn dieser Güterzug hin? Sag nicht, du bist der Güterzug. Ja, du bist der... Ah, okay, jetzt brauchen die gar keine Kohle mehr da oben. Ah, okay, ich verstehe. Ihr braucht keine Kohle mehr, weil euer Lager sehr wahrscheinlich voll ist. Ja, genau. Okay, heißt, wir müssen uns da oben jetzt echt mal beeilen. Müssen wir aus dem Potten kommen hier. So, jetzt haben wir da recht viel angeschlossen. Da haben wir ein bisschen was angeschlossen. Machen wir da noch ein bisschen was. Züge kaufen und fertig ist die Chose. Sollte aber eigentlich auch passen mit den... Sollte aber auch ganz gut passen mit den... Gleisen. Denke ich mal von der Höhe her. Schauen wir mal, ob wir das gleich auf einmal hinbekommen. Also ob die Höhe überwindbar ist. Für 28.000. So, das machen wir lieber selber hier. Und für 12. Wunderbärchen. Haben wir das hier alles mal angeschlossen? Darüber werde ich jetzt nichts bauen, weil das wie gesagt etwas blöd ist. Hey, da bin ich mit dich auch nicht zufrieden. Es ist halt die maximale Steigung, das maximale Gefälle, was wir machen können. Gut. Dann ist es so, neue Linie. Also wichtig ist, wir müssen... Den müsst ihr erstmal irgendwie anschließen. So. Wir fahren von... Linienmanager, neue Linie. Wird zwar die pinke Linie, kann ich nichts machen. So. Bei diesem Güterbahnhof, da starten wir... Ist es sinnvoll, da zu starten? Ja, der endet ja auch im Prinzip immer hier. Also, hier dann. Haben wir gesagt, holen wir Holz ab. Liefern das hier hin. Hier, dann nochmal da. Und dann halt nochmal hier. Und jetzt ist wieder Ausgang. Okay, das funktioniert so. Also, das wäre jetzt im Prinzip unsere Linie. Die können wir jetzt noch in... Noch Güterer Zug umbenennen, weil das eine ist ja der Güterzug 1, das ist ja noch Güterzug. Und du brauchst sehr viele Wagen. Vielleicht sogar mehrere Fahrzeuge, ich weiß es gar nicht. Züge kaufen. Also, das Problem ist natürlich, Zugkraft ist natürlich alles so eine Sache. Da brauchen wir eigentlich schon die hier. Einfach aus Prinzip.
bei wegen Geld und so. Und jetzt müssen wir schauen. Personenwagen nicht. Offene Güterwagen für Eisenerz. Das ist Eisenerz, was wir da haben, oder? Eisenerz. Iron Ore. Eisenerz. Da liegen 58 Eisenerz. Da brauchst du eine Straßenanbindung, ich weiß. So. Zug 4, wir wollten noch was kaufen. Zug kaufen. Jo, also wir brauchen was für Eisenerz und so Mist. Vielleicht, naja, weiß ich nicht. Einer, fast, wie viel? 7, machen wir mal 2. Und dann brauchen wir geschlossene Güterwagen für, was denn überhaupt? Baumstämme, Bretter, den Mist hier, so. Also, Stein, das brauchen wir alles nicht. Davon brauchen wir dann auch noch 1, 2. Jetzt ist er natürlich 56 Meter lang. Die haben wir wie lang gebaut? 80. Ja, heißt, du kannst noch einen Wagen vertragen. Ich hätte nämlich Angst, dass es sonst zu lang wird. Also, bis wie lang? 56. Und werden wir jetzt nochmal einen kaufen. Was müsste es sein? So ein, nicht kein offener, so ein, da, hier, sowas. Bist nochmal wie lang? Was sehe ich denn das jetzt? Wie lang bist du? Also wenn es 56 Meter lang ist, dann komme ich nicht auf 80, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wenn jeder ein bisschen mehr als 10 Meter lang ist, so. 66, ja. Der dürfte das eigentlich hinbekommen. So. Linie zuweisen. Noch güterer Zug, da kommen wir natürlich noch nicht hin, weil wir da keine Schienenverbindung haben. Ich voll Profi. Zack, jetzt haben wir dann Schienenverbindung. Signale brauchen wir eigentlich gar keine, weil... Gründe. Schauen wir mal, was sollte ich machen? Linie zuweisen, genau. Jetzt haben wir da noch einen Zug drin, heißt... Ja, nix, ich will keine Schienen mehr bauen. Linie zuweisen, noch güterer Zug. So, dann fahr doch da mal hin. Damit da die Produktion nicht mehr stillsteht, weil der andere Güterzug, der fährt da sonst leer durch die Gegend. Das ist blöd. Und dann klappt das hier alles, dann klappt das hier oben alles und dann sollte wirklich alles klappen. Habe ich schon erwähnt, dass zu viele Leute mit dem Bus fahren. Machen die es eigentlich Gewinn, die Buslinien? Ja, dann... Selbst die Stadtbahn macht Gewinn. Okay, ja, der Güterbus ist halt... Naja, was willst du machen? Buslinie 2 bekommt noch ein Fahrzeug von mir, oder? Sind wir mal spendabel. Du bist Bus 1, dann bekommt Buslinie 2 noch so eine tolle Postkutsche und du kommst auf den Bus 2. So. Dann sind wir echt mal spendabel heute. So. Ich weiß gar nicht, ob da oben auch Leute hin müssen, die da arbeiten. Ich weiß es nicht, ich glaube mal nicht. So, ja, ja, du hast jetzt halt leider nichts dabei. Das tut mir leid. Es tut mir leid. Jetzt müssen wir aber, was wir auf jeden Fall noch machen müssen, Signale setzen. Er muss jetzt halt einmal warten, er muss jetzt halt einmal da hoch, das ist das Problem. Das heißt, wir müssen ihm auf jeden Fall einmal einen Weg geben. Also du bekommst auf jeden Fall ein Ausfahrtssignal. Dann brauchen wir da ein Signal hin und da ist E1. Okay, das heißt, wir müssen uns noch temporär zumindest eine Verbindung schaffen von hier nach da. Bau nicht möglich aus Gründen. So passt das doch, oder? Ach, puh. Ja, war mir klar, dass das nicht so einfach funktioniert. Jetzt aber, oder? Genau, damit der halt einmal nach da oben hinkommt. Das ist nämlich mein Problem. Da kommt das uns gar nicht nach da oben hin. So, dann bräuchten wir halt da nochmal ein Signal. Da nochmal ein Signal. Und... Da nochmal und da nochmal. So, jetzt haben wir hier... Oh, aber echt Zugprobleme hier. Also unser neuer, toller Güterzug. Warte mal, bevor der ankommt. Ganz wichtig, Straßenanbindung. Bevor ich das vergesse. Also Straßenanbindung. Da sind ganz normale Landstraßen. Heißt, da ziehen wir auch ganz normale Landstraßen hin. Nummer 1, Nummer 2. Kostet alles Geld hier. Und du teurer Bahnhof, du hast eine Straßenanbindung. Gut. Du teurer Bahnhof. So, jetzt müsste der eigentlich. Also, du produzierst, hast die halt im Lager. Jetzt müsstest du aber eigentlich mal meine Linie benutzen hier.
Weil da kommt ein Zug. Da kannst du dann deine tollen Baumstämme drauf. Der ist angeboten. Ja, der ist damit angeboten. Das sehen wir daran, dass das leuchtet. Gut. Ach, Pause raus. Heißt, wenn wir Glück haben, solltest du das da verwenden. Wenn nicht, dann nicht. So. Hast du den Linienbenutzung immer noch nicht? Und Linienbenutzung immer noch nicht. Das wird noch, das wird noch. Wenn der Zug das erste Mal da vorbeigefahren ist, dann werdet ihr die Vorzüge dieses Zuges kennenlernen. So. Was haben wir jetzt hier für ein Problem? Er fährt es bis hierhin vor, oder? Hoffe ich mal, genau. So, der Güterzug hier. Boah, jetzt haben wir voll den... Alter, Finne. Voll das Zugchaos. Aber zum Glück klappt es mit den Signalen alles. Das ist unser Premium-Güterzug. Er ist aber schon cool. Der ist schon gut. So, jetzt bekommt der wahrscheinlich... Wie wär's, wenn du einfach abbiegst? Idiot. Bist du zu nah dran? Ach, der möchte zuerst hier hin. Ah, blöd. Blöd, weil er möchte zuerst dorthin. Heißt, wir bräuchten Ausweichgleise kurz davor und danach und sowas. Das ist sein erster Stopp hier. Ich verstehe. Er möchte zuerst zu seinem ersten Stopp. Das heißt... So ein Mist hier, oder? Wir brauchen da so ein Mist. So, so ein Mist hier. So was da. Was dann hier eben ein Stückchen parallel fährt. Und eben irgendwo dann da vorne wieder sich damit vereinigt. Hauptsächlich könnt ganz kurz aneinander vorbei. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich selten dazu kommen, aber zumindest für den Beginn wäre das, glaube ich, gar nicht mal verkehrt. Warte mal, dann kannst du... Jetzt muss ich aber noch Signale setzen dafür. Also, dann ist das Signal... Ach, gar nicht so sinnlos. Wir brauchen nur noch mal ein neues. Und zwar an der Ausfahrt hier. Dann... Da eins und da eins. So, und dann sollte der hoffentlich nicht allzu weit vorfahren. Und hier vor der Ausfahrt nach da nochmal. So, und du fährst eine hier lang, einer da lang. Bitte, bitte, bitte. Danke. Dankeschön. Ach, der blockiert es mit seinem Hinterteil noch den Rest. Wegen? Ach, weil das Signal so weit da steht. Naja, gut. Ach, nicht meinetwegen. Ach, doch meinetwegen. Das bekommt ihr hin. Ihr schafft das, ich glaube da an euch. So, und dann sollten wir hoffentlich bald wieder Geld aufladen. Weil hier habe ich sehr viele Kohlewaggons gekauft. Für im aktuellen Zustand leider nichts, wieder nichts. Warte mal, Signale blende ich mal aus. Die brauchen wir jetzt hier nicht sehen. So. Was haben wir noch zu machen? Also, der fährt zum ersten Mal hier hin. Das ist natürlich schön für ihn. Er hat noch nichts geladen. Wird hier halt auch leider nichts einladen. Genau. Beides natürlich leer. Einmal wenden und dann wird einmal der Weg angetreten nach dort oben. Nutzt ihr denn schon fleißig die... Ja, stellenweise. Also du hast natürlich noch nichts zu produzieren, das ist klar. Du hast hier schon mal zwei Erz. Oh, und dann ist es hier schon mal Bäume geladen. Dankeschön. Also es fängt ja schon mal an. Das heißt, dann kommt das hier irgendwann mal in Schwung, unser toller Güterzug. Das mit den Passagieren ist irgendwie gerade noch ein bisschen blöd. Ja klar, da habt ihr natürlich auch keine Produktion und sowas am Laufen. Das ist okay. Produktion ist halt gerade eher so auf ein Minimum begrenzt. So, wir können jetzt hier ein paar Busse bauen zur Abwechslung. Weil das mit dem ganzen Güterzeug ist natürlich schön und gut. Aber noch viel interessanter und cooler finde ich eigentlich, dass wir hier Buslinien bauen, gell? Dann überlegen wir uns doch schon mal für die nächste Folge, wie wir das machen. Und dann warte mal, wie viel bringt jetzt so ein Bus im Vergleich zu so einer Stadtbahn ein? Heißt, ich würde sogar im zweiten Schritt dann... Nachdem wir hier das hier so untereinander verbunden haben und das jeweils untereinander, würde ich dann noch jeweils Bahnhöfe bauen. Dass wir dann sagen, wir gehen, wie machen wir das dann am besten? Wir zweigen dann hier vielleicht nochmal ab. Geht bestimmt. Dass wir ein bisschen so Kopfsackbahnhofmäßig dann hier nochmal reinfahren. Oder ein bisschen hier an der Brücke vorbei. Und dann den nördlichen Teil auch irgendwie erschließen. Ich weiß noch nicht genau wie. Also vor allem auch nicht mit welchem Geld, aber hey. Ihr habt schon wieder Problemchens. Ach, Kinders. Sind meine Signale so unverständlich?
Ach, das ist natürlich nicht zwei... das ist blöd, weil das ist natürlich nicht zweigleisig hier. Ich müsste natürlich eigentlich an jedem Signalpunkt, den ich setze, sowas müsste eigentlich weg, gell? Ach, blöd. Ja, komm, dann bekommt ihr eine kurze Ausweichroute. Ich muss eigentlich andauernd danach gucken, weil ich bin ein bisschen zu blöd zum Signale setzen, merke ich. Das ist nicht so optimal. So, zack. Hauptsache so viel ausweichen wie möglich. Zack. Und einmal. Da mache ich bald fast alles zweigleisig erschlossen. Naja, gut. So, einer von euch fährt dann da lang. Okay. Ja, das ist noch nicht so optimal. Ich weiß es nicht. Es ist blöd. Das ist blöd. Ihr baut es aber keinen Unfall. Oh, das ist aber knapp, Kollege. Worauf wartest du hier eigentlich? Nee, worauf wartest du? Ach, wegen dem... Was wartest du auf den beschissenen Güterzug? Ernsthaft? Auf den blöden Güterzug? Du hast 42 Passagiere und lässt den... komischen... Naja, okay. Ja, der wird auch angepisst sein, ich weiß. Da sitzt so viel Geld drin. Mach da mal was damit. So. Das ist ein sehr blöder Abschnitt, ich weiß. Ich weiß doch selber, wie es ist. Und ich glaube, das mit den Signalen platzieren, das habe ich noch nicht ganz so intelligent gemacht, weil die fahren wirklich mal bis zum freien Abschnitt durch. Jetzt bist du... Ja, gut. Nicht so viel Kohle, ich weiß. So, du bist der hier, der macht natürlich aktuell nichts. Was machst du denn da oben? Du kostest aktuell bisher nur noch Geld, klar, weil du noch nicht hingefahren bist, aber ich denke mal, hier für so eine Linie tut das, denke ich, ein großer Güterzug. Also wenn das ein großer Güterzug ist, der dann alles auf einmal wegbekommt, sollten wir das hier eigentlich hinbekommen. Heißt, Holz hier abholen, Holz dahin liefern, hier abholen, eventuell schon fertige Balken wieder abholen und dann passt das, denke ich. Fahren die jetzt auch mal. Der Arme, der tut mir voll leid hier. Dann bekommt der Fahrtmann das nur der nächste Signal da vorne. Also für eingleisig ist ja echt viel los. Das tut mir echt leid. Da ist noch ein bisschen. Hier. Oder gar nicht. Fährt der jetzt gar nicht los. Ja, das ist blöd. Er bräuchte ein Signal. Bis hierhin eben. Grundgütiger, das Geld geht weg wie warme Sand. Ja, Geld. Geld ist super. Ausnahmsweise würden unsere Geldgeber beide Augen zudrücken und uns ein weiteres Mal aushelfen. Das so, dann ist aber definitiv das letzte Mal. Bin ich mal gespannt, dass wie viel das letzte Mal das denn ist. So. Ja, das mit den Zügen ist jetzt ein bisschen blöd, ich weiß. Ein bisschen schauen, dass die sich nicht mehr da kollidieren, aber wie genau, das ist natürlich eine andere Frage. Also, wo steckt denn der andere Zug aktuell? Im Bahnhof fest. Ja, Mann, geil. Jetzt fährt er mit den 14 Passagieren gleich da hinterher. Schön. Wo haben wir jetzt viel Kohle bekommen? Warst du zum ersten Mal da oben? Ah, Güterzug fährt gerade... Oh, jetzt gucken wir das uns nochmal zum Ende der Folge einmal an hier. Das möchte ich gerne einmal sehen. Was die hier bei unserem schönen gebauten... Naja, schön. Vor allem schnauft der da, fährt er dann langsamer hier hoch? Oder, ja, Tatsache, wird langsamer. Das kann ich aber durchaus verstehen. Und überall wird Geld abgebucht. Überall wird Geld abgebucht. Schön. Ach süß, jetzt hat er wahrscheinlich ein bisschen was näher, hat er noch nichts geladen. So, jetzt können wir uns das hier auch mal angucken. Unterwegs nach Pittsburgh, Southside Süd. Boah, der schnauft aber echt hier hoch. Hab's aber auch gar nicht anders angelegt. Ich weiß auch gar nicht, ob wenn er jetzt voll ist, ob der dann mehr hat. Aber eigentlich dürfte der hier hoch auch gar nicht voll werden, weil er holt sich ja hier nur Güter ab und transportiert sie dann weg. Das heißt, hier hoch würde der eigentlich nie mit Gütern fahren. So, es liegt überall ein bisschen was. Schön. Das heißt, das Geld mit dem Güterverkehr hier, wenn das hier fließt, dann fließt das dann auch hier unten mit unserem anderen Ding da. Ja, und der Zug fährt jetzt auch hier. Es ist schön.
Der wartet, bis die Strecke frei ist. Das ist gut. Der hat nämlich wieder ein bisschen... Ja, eben. Das ist das Problem. Dass der Zug hier jetzt leider nichts mehr transportieren kann, weil eben nichts mehr benötigt wird da oben. Na ja, gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Jetzt schauen wir mal ganz kurz nach irgendwo hin, wo es schön ist. Wo ist denn schön? Da oben ist schön. Da. Wo gerade unser toller, ewig langer Güterzug angekommen ist. Können wir irgendwann noch wesentlich länger bauen, aber aktuell fehlt uns halt leider absolut das Geld dazu. So, das war's dann, würde ich sagen, für heute. Macht's gut, euch einen schönen Tag. Tschüssi.